So, da bin ich wieder. Das ist mein drittes Video zum Nummer 17 Leviathan Drachen Metallbox Unboxing. Die Booster hatte ich im letzten Video geöffnet. Davor das Video, da habe ich die Metallbox geöffnet. Ein Booster fehlt noch, und zwar dieses hier vom Leviathan Drachen. Den ist auch hier abgebildet, wie man sieht. Das ist der Leviathan Drache, der Nummer 17. Der Leviathan-Drache sieht als Karte genau so aus. Eine schwarze Karte, Nummer 17 Leviathan-Drache, nennt einen Angriff von 2000 und eine Verteidigung von 0. Die Karte ist richtig rar. Ist eine limitierte Auflage, das steht sogar extra da drauf. Deswegen die Karte werde ich mir zugute halten. So, des Weiteren waren vorne in der Metallbox lose drin nicht nur der Leviathan-Drache, sondern auch noch diese Karten hier. Noch einmal zur Erinnerung, Topf der Gegensätzlichkeit. Da lese ich auch einmal kurz den Effekt vor, wie im zweiten Video ich den Effekt von Karakuri Geldlager vorgelesen habe, weil es mich einfach brennend interessiert. Zeige die obersten drei Karten deines Decks vor. Füge eine von ihnen deiner Hand hinzu und mische dann die restlichen in dein Deck zurück. Du kannst nur einmal Topf der Gegensätzlichkeit pro Spielzug aktivieren. Du kannst in dem Spielzug, in dem du diese Karte aktivierst, deine Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Das heißt, drei Karten ziehe ich, eine suche ich mir aus, die nehme ich auf meine Hand, dann die anderen zwei mische ich wieder in mein Deck und alle Monster, die ich spiele, die kann ich als Spezialbeschwörung beschwören, das heißt, so viel wie unendlich viele Monster. Das ist doch very nice. Dann habe ich einmal Styganische Straßenpatrouille mit einem Angriff von 1600 und einer Verteidigung von 1200. Finsterer Simorg, der ist richtig krank. Der hat einen Angriff von 2700, eine Verteidigung von 1000. Und jetzt kommt noch der Ungeheuerkönig Barbaros. Der ist sehr, sehr krank. Der hat einen Angriff von 3000 und eine Verteidigung von 1200. Also der sieht richtig krank aus. So, das zu den Karten, die einfach lose oben drin lagen. Und dann kommt auch jetzt das letzte Booster, in der Hoffnung, dass hier in diesem Leviathan-Booster nochmal eine richtig krasse Karte enthalten ist. Ich hoffe es sehr. Das ist jetzt doof. Habe ich das hier mit zerrissen? Verdammt. Egal. Egal jetzt. Ja. Kommt das hier auf die Seite? Kommt das wohl leider in den Müll? Mache ich das hier mal anders? Mache ich das mal so rum? Dass ich das hier verdeckt immer dann aufdecke. Da haben wir einmal Achacha Bogenschütze. Angriff 1200, Verteidigung 600. Drei Sterne. Computer Burg Z, 3 Sterne, Angriff 0, Verteidigung 1500. Elementarheld Blitz, wow, 4 Sterne, Angriff 1100, Verteidigung 1600. Sieht aus wie so ein Super Saiyajin, echt lustig. Dann, oh ja, hier. Zauberstab der Wunder. Hier ist mal endlich wieder eine Holo-Karte dabei. Da lese ich auch mal eben direkt den Effekt vor von der Zauberkarte. Rüste nur ein Monster vom Typ Hexer mit dieser Karte aus. Es erhält 500 Angriff, falls du das ausgerüstete Monster und diese Karte kontrollierst. Du kannst beide auf den Friedhof legen. Ziehe zwei Karten. Ich kann sie also da einem Hexer ausrüsten, der kriegt dann 500 Angriff dazu. Und wenn ich beide Karten selber beschwöre, diesen Hexer nicht vom Gegner beschwören lasse, kann ich beide Karten auf den Friedhof legen, wenn der Hexer doch zu schwach sein sollte. Und ich kann zwei neue Karten ziehen. Yes, auf jeden Fall eine Holo-Karte. Das ist auch very nice. Oh, hier wieder mit silberner Schrift. Meereslanzenträger mit einem Angriff von 1300 und einer Verteidigung von 1000. Sieht aus wie Neptun mit einem Dreizack in der Hand.
Dann Onigami-Kombo. Getribriano. 3 Sterne. 500 Angriff, 1000 Verteidigung. Lügender Goblin. Uninteressant eigentlich. Und Go, 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 Golem. 4 Sterne, 1800 Angriff und 1500 Verteidigung. Jo. Das sollte es eigentlich gewesen sein von Yu-Gi-Oh! Karten. Unboxing-Videos. Ich denke mal, da wird es keine neuen geben. Nur noch Pokémon-Karten oder Duel-Masters-Karten. Hauptsächlich aber Pokémon-Karten. Ich danke euch da dennoch fürs Zuschauen, dass ihr mir zugeguckt habt, wie ich mein Nummer 17 Leviathan-Drachen-Deck hier, Deck-Box-Booster-Pack geöffnet habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen nochmal. Bis dahin, ciao.